und damit begrüße ich euch zum heutigen Podcast. Wir sprechen heute mal wieder über die jeweiligen Wochenshows Raw, SmackDown und NXT. Und wir fangen auch schon mal direkt mit Raw an, denn Raw hat damit angefangen, dass Triple H heute wieder mal rausgekommen ist und aber direkt nach seinem Entrance unterbrochen wurde von Seth Rollins, der natürlich jetzt wissen wollte, wer als nächstes ihn herausfordern wird. Und das hat Triple H auch angesprochen. Es gab bei dieser Raw-Ausgabe 2 Triple Threat Matches. Die Gewinner werden im Main Event aufeinandertreffen und dann bei Money in the Bank gegeneinander antreten. Und ja, dann kamen auch schon die jeweiligen Kontrahenten raus, die in den beiden Triple Threat Matches stehen werden, haben ihre jeweilige Promo gehalten. Ich fand ja Samoa Joe's Promo mit am besten. Und ja, am Ende sagt noch Rollins, dass er gewinnt, also seinen Titel verteidigen wird, egal wer am Ende dann ihn herausfordern wird. Also das war für mich ein relativ starkes Anfangssegment. Was haltet ihr davon? War eine sehr, sehr starke Promo, ein sehr starkes Segment. Samoa Joe wieder großartig am Mic, genauso wie Seth Rollins, Triple H sowieso. Und auch die anderen haben sich da nicht lumpen lassen und haben ziemlich gut geredet. Und ja, auf diese Matches habe ich mich dann wirklich gefreut. Denn so Mysterio und Joe in einem Match kann man machen. Und McIntyre und The Miz in einem Match, ja, also ich fand's großartig. Gut, wenn sonst keiner was sagen will, ich dachte vielleicht will Hergi zuerst. Nein, also ich fand das für einen Opener auch ein saustarkes Segment, aber das muss man einfach auch Triple H lassen in dem Fall. Wenn der rauskommt, weißt du eigentlich sofort, das, was jetzt kommt, hat A, Hand und Fuß und B, die Power schlechthin. Und was sie dann draus gemacht haben, also da stand ja für heutige Verhältnisse wirklich die Creme de la Creme an Wrestlern. Und von daher, sowas hätte ich gerne öfter tatsächlich. Zwar nicht jede Woche, aber so hin und wieder mal einfach so richtige Darklashes, da habe ich Bock drauf. Bitte mehr davon, WWE. Ja, also ich fand es auch ziemlich nice. Interessantes Segment. Alles, was Triple H anpackt, ist eh wie Gold, so nach dem Motto. Bestimmt, er was macht, ist es eh relativ gut. Ja, das Match wäre auch ziemlich gut dann, das Triple Threat Match. Und ja, mehr habe ich dazu nicht so großartig zu sagen. Michi, warum zum Geier musst du uns eigentlich während unserer Podcast-Aufnahme zum Weinen bringen? Das war so nebenbei. Ja, tut mir leid. Naja, also macht für mich aber keinen Sinn, dass die Rückmatch-Klausel nicht mehr geht, aber ist auch scheißegal. Wenn Michi zu dem Segment nichts sagen will, gehe ich einfach zum ersten Triple Threat Match weiter, und zwar AJ Styles gegen Rey Mysterio gegen Samoa Joe. Und das war für mich das beste Triple Threat Match von beiden. Das hat AJ Styles nach einem Slice-Clash gewonnen an Rey Mysterio, aber nee, doch. Der Styles Clash war an Rey Mysterio, aber gepinnt wurde Samoa Joe so. Denn das Finish war richtig nice. Man hat den Styles Clash auf Samoa Joe gemacht. Und dadurch konnte man Samoa Joe dann zum 3-Count pinnen. War für mich, wie gesagt, das stärkste Match mit sehr schönen Spots. Jeder hatte so seine starken Momente. Ich hatte aber allerdings auch einen Kritikpunkt. Und zwar war für mich der Sieger von Anfang an schon klar. Denn weder ein Samoa Joe mit einem United States Titel noch ein Rey Mysterio, der eher dazu da ist, einen anderen Over zu bringen, wird wohl hier gewinnen. Deswegen war für mich klar, dass Styles gewinnt. Aber wie seht ihr das? Ich sag nur eins, großartiges Match. Da ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Das war ein fantastisches Match. Fertig. Sehe ich auch so. 17 Minuten 46 Matchzeit. Ein Styles Clash auf Samoa Joe ist schon der Hammer. Also auch gerade diese drei Leute in einem Triple Threat Match. Echt Styles, Samoa Joe und Rey Mysterio. Kann man echt noch machen. Ist echt was Reales bei rausgekommen. Ja, das finde ich war echt fantastisch. Ey. Vor allem diesen Styles Clash nach langer Zeit mal wieder zu sehen, dass er durchgeht. Man hat ja schon gedacht, er ist verboten worden, also weil er ihn nicht mehr gezeigt hat. Okay, einer scheint mir was zu sagen. Dann direkt zum Bullshit-Match für mich diese Woche. Das war Naomi gegen Billie Kay, glaube ich. Und wie gesagt, das war für mich ziemlich Schwachsinn. Das ging eine Minute und einfach mal schnell eingerollt, abgefertigt. Das war's. Vollkommener Schwachsinn. Stimme ich dir soweit auch zu. Ich hätte dieses Match nicht gebraucht. Vor allen Dingen, du hast die Iconics jetzt als Tag Team Champions und lässt sie dastehen, als wenn sie die größten Whisky gewonnen wären. Finde ich nicht ganz so toll. Außerdem, warum Naomi? Muss ich dich ein bisschen korrigieren. An sich, ich verstehe, wo ihr hin wollt, aber man kann es schon erklären, weil es waren beides Mal Einzelmatches, in denen sie verkackt haben. Und vielleicht funktionieren die Iconics nur zu zweit. Und von daher, gut, jetzt eine Minute gegen Naomi ist jetzt echt fragwürdig. Der ja, okay. Aber vielleicht da nochmal einzugrätschen, ohne den Finisher. Das war eine ganz normale Sunset Flip Powerbomb. Wie gesagt, Naomi, eine Minute, albern. Aber zu erzählen, dass beide einzeln auf die Fresse kriegen,
von Leuten, die länger im Geschäft sind, da habe ich kein Problem mit, weil kann ja sein, dass sie als Tag-Team funktionieren, aber wie gesagt, was da gelaufen ist, war wieder Zeitverschwendung am Zuschauer. Ja, 1:12, da guckt man hin und schon ist es vorbei, dachte ich nach dem Motto bei dem Match. Also von daher hätte man sich das Wasser schenken können. Mehr habe ich dazu echt nichts zu sagen. Ich habe dazu nichts zu sagen. Dann gehen wir zum zweiten Triple Threat Match und zwar Baron Corbin gegen Drew McIntyre gegen The Miz. Und auch das war ein schönes Match. Auch hier war der Finish nicht gerade so kacke. Ich meine, klar, dass am Ende Baron Corbin gewonnen hat nach einem Claymore, den Pinnen abgestoppt hat. Das ist ja so typisch Baron Corbin. Deswegen auch für mich definitiv der falsche Sieger. Ich hätte gerne Drew McIntyre gegen AJ Styles gesehen. Aber das bringt man vielleicht noch in der Zukunft mit einer größeren Stage, was auch nicht schlecht wäre. Aber war ein echt schönes Match mit einem guten Finish, falscher Sieger und ja. Genau, da gibt es jetzt wenig noch sagen zu diesem Match. Das Match war gut, keine Frage. Obwohl Baron Corbin in diesem Match war, muss ich so sagen, fand ich das Match echt gut. Und ja, Baron Corbin staubt am Ende ab. Kann man so machen. Ja, will man wohl Drew McIntyre noch mit ein, zwei Fäden nochmal stark aufbauen, um ihn dann ins Titelgeschehen zu bringen. So vermute ich das mal. Finde ich gut, denn so hast du Drew McIntyre trotzdem stark dastehen lassen, obwohl er nicht gewonnen hat. Sie haben es für mich eigentlich genau richtig gemacht, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir hier die Diskussion hatten, dass es überhaupt keinen Sinn macht, die beiden zusammen in ein Match zu stellen, weil man sich vorher immer in ein Team gesteckt hat. Und dann kam natürlich von Lukio und von Malu immer schon, ja, wartet erstmal ab, wie sie es machen. Und ja, ich habe auch gesagt, man kann immer mal auch einfach sagen, hier geht's um einen Title-Shot, scheiß mal auf unsere Zusammenarbeit, bin ich absolut bei. Und wie sie es dann schlussendlich gelöst haben, dass ein Baron Corbin dann Drew McIntyre einfach mal beiseite schubst, um den Pin abzustauben, lässt, wie gesagt, beide nicht blöd dastehen, baut Baron Corbins Heel-Charakter noch mal ein Stück weiter auf, könnte bedeuten, wir kriegen eine Fehde im Nachgang zwischen den beiden von mir aus. Ja, ich denke auch, kann man echt machen. Interessantes Match gewesen zwischen den dreien, vor allen Dingen mal Baron Corbin und Drew McIntyre gegeneinander antreten zu lassen, die man ja sonst mehr im Tag Team gesehen hat. Und Matchzeit von 15 Minuten, echt interessant gewesen. Ja, interessant war es. Bloß, wie Luki schon sagt, falscher Sieger. Aber Corbin sollte ja einen Push bekommen. Deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch genommen. McIntyre wird seine Chance irgendwann anders bekommen. Kann man so bringen. Ich war ja auch der festen Überzeugung, dass McIntyre das nicht gewinnt, da für mich Rollins nicht direkt verlieren wird. Und deswegen habe ich aber auch eher mit The Miz gerechnet. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir weiter mit zwei Promos. Das ist ein Backstage-Segment und eine Promo. Und zwar Backstage hat man dann AJ Styles gesehen, der natürlich auf den Sieger von zweiten Triple Threat Match angesprochen wurde. Und er meinte ja, dass er der längste SmackDown-Champion war, dass er Rollins nach dem Main Event, beziehungsweise dass Rollins nach dem Main Event hören wird, dass AJ Styles der Gewinner ist und er für den Titel kommt und ihm den abnehmen wird. War für mich hier eine echt starke Promo. Kann man machen, definitiv. Gerade nach so einem Match ist das, denke ich, auch hilfreich, da ein bisschen mehr Aufbau zu haben. Und deswegen gibt es da, denke ich, nichts drin auszusetzen. Und dann kam noch eine Promo von Sami Zayn, der natürlich wieder mal eine gute Heel-Promo gehalten hat für seine Verhältnisse. Ist wieder mal nur gegen die Fans gegangen, was irgendwie mittlerweile langweilig wird, weil es nur dasselbe ist. Aber an sich sind die Promos ja nicht schlecht, nur mit dem Heel-Zayn kann ich mich ja, wie in den letzten Wochen auch schon gesagt, nicht anfreunden. Und dann, wenn man nur dasselbe kommt, ist das einfach für mich nicht mehr wirklich sonderlich bemerkenswert, sage ich mal. Ja gut, das Segment mit AJ brauche ich nicht viel zu sagen, aber bei Sami Zayn bin ich wirklich an dem Punkt angekommen, ich will ihn nicht. Und das ist traurig, weil er kann so gut sein, aber so wie er im Moment ist, will ich ihn einfach nicht haben, weil er von seinen Promos her, ich weiß, dass er sie selber schreibt, aber von dem Weg, den er in den Promos beschreitet, wirkt er inzwischen wie eine Billigkopie von Elias. Yay, wir kommen in eine Stadt. Yay, wir lästern über die Bewohner der Stadt. Yay, wir gehen danach einfach wieder weg. Kommt mir irgendwie alles sehr bekannt vor. Nervt mich. Ja, das nervt mich auch so ein bisschen an Sami Zayn. Ich fand ihn ja noch nie als Heel gut. Und ich würde ihn als Face mehr feiern. Denn er ist ein wirklich guter. Er kann sehr, sehr gut sein. Und so möchte ich ihn einfach nicht sehen. Also ich stimme der Daniel und euch vollkommen zu. Es erinnert ihn die wirklich an Elias, weil Elias ja auch schon sehr, sehr oft im Prinzip dasselbe oder ähnliche Sache gemacht hat. Von daher finde ich,
reicht es, wenn eine Person das macht, müssen nicht zwei sein. Von daher, an sich, die Promo war echt gut, aber wie gesagt, ich brauch's nicht. Also ich feiere ja Sami Zayn, auch wenn's nervig ist, dass er das mit der Stadt macht, so wie Elias, aber ich find's auch irgendwie lustig, da immer seine Tänzchen da und dann fliegt er fast aufs Maul, aber ist halt echt schon langsam nervig, wie der sich immer über die Stadt aufregt und dann sozusagen, eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr wiederkommen, ich wurde gezwungen und bla bla bla. Ja gut, und seine Tänzchen, das kann er auch unter einem anderen Gimmick. Er kann ja von mir aus auch Heel sein, aber dann lass ihn doch einfach einen anderen Weg beschreiten. Das nervt mich ja nur. Ja, ich kann mich halt auch nicht wirklich mit dem Heel Sami Zayn anfreunden, weil für mich war sie schon seit NXT-Zeit einfach der geborene Face und jetzt kommt auf einmal der als Heel an. Macht das zwar, finde ich, nicht schlecht, was die Promos angeht, aber es ist halt wirklich immer dasselbe und irgendwann geht es halt einfach recht auf den Strich. Aber gut, ich denke, dann hat da keiner mehr was zu sagen, dann gehen wir direkt zum nächsten Match. Und zwar Cesaro gegen Cedric Alexander, das war das Debüt-Match von Cedric Alexander und auch ein Comeback-Match von Cesaro, der jetzt wieder bei Raw ist, so Hintertür und Angel, sag ich mal, weil das einfach mal diese Woche offiziell gemacht wurde und da stellt sich halt, wie gesagt, für mich die Frage, warum macht man den Shake-Up nach einer Woche noch weiter? Ist aber auch völlig egal, das Match war an sich schon echt stark. Am Ende gewinnt Cesaro durch den Uppercut, der wirklich verdammt stark ausgeführt war und echt einen ordentlichen Impact hatte. War echt nice und finde es zwar schade, dass Cedric Alexander verloren hat, weil von ihm hätte ich echt erwartet, dass er sein Debütmatch gewinnt, aber gegen den Cesaro ist das halt dann auch nicht gerade einfach. Und was man da auch sagen muss, Cesaro ist noch mit dem The Bar Theme Song rausgekommen. Da bin ich auch gespannt, ob da was Neues kommt oder was generell in Zukunft mit Cesaro passiert, denn ein Shame ist es jetzt nicht mehr an seiner Seite. Also ich glaube ja, dass irgendwie Cesaro einen neuen Titan von kriegt, weil er ja da seine Bilder von ihm eingeblendet wurden. Und da die noch so wenig Zeit hatten, den zu ändern, denke ich mal, wird da was Neues kommen. Das Match war in Ordnung, ja. Da bist du recht. Der Uppercut, der war richtig starken Impact gehabt. Ich hätte vielleicht auch eher Cedric Alexander als Gewinner gesehen. Wir saßen ja da, Daniel und ich, und haben gesagt, Cedric Alexander wird gewinnen. Er kam neu von 205 Live Draw, aber dann hat halt Cesaro gewonnen. Was kann man auch machen? Egal, beide hätten den Sieg verdient. Ja, die Ansetzung fand ich eigentlich gut, weil zwei wirklich gute Leute im Ring sind. Trotzdem muss ich die Ansetzung etwas kritisieren. Du hattest hier einmal Cesaro gehabt, der neu ist, und dann auch Cedric Alexander, der neu ist. Du hättest beide gewinnen lassen müssen. Und das geht ja nicht. Deswegen hat Cesaro gewonnen. Kann ich verstehen, kann ich mit ab. Ich mag Cesaro, alles gut, aber so, ja, hätte man vielleicht für beide einen anderen Gegner nehmen sollen. Manu, du kennst unsere Spielregeln. Mikro auf, wenn du dran bist mit Reden. Aber zurück zum Thema. Ja, wir haben halt hier echt das Problem, dass wir zwei Wrestler haben, die einzeln sehr gut sind und wo du einfach das Problem hast, egal wer verliert, er hat echt die Arschkarte, weil ich habe schon während der Show gesagt, du kannst eigentlich keinen von beiden verlieren lassen, ohne ihn direkt so abfertigungsmäßig aufs Jobbergleis schieben, so ein bisschen. Und von daher nervt mich die Ansetzung. Aber das Match war halt echt schön anzusehen. Also, was ich da teilweise auch für Uppercuts von Cesaro gesehen habe oder teilweise die Sprungaktion von einem Cedric Alexander. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Das Match war echt schwierig. Ja, auch schwieriges Match. Sprungmoves und alles sind mir ja nicht ins Ungelaufen wie bei Cedric Alexander, der von 205 Live kommt, durch den Cruiserweight ist. Erwartet man ja schon, dass er es kann. Ich fand es auch schade, dass er es verloren hat, das Match, weil man ist ja auch sonst gewohnt von den Matches letzte Woche, dass die Leute, die zu einem neuen Roster kommen, meistens ihr Auftaktmatch gewinnen. Aber gut, man wollte Cesaro vielleicht auch nicht ganz so schlecht aussehen lassen. Bin mal gespannt, ob er ein neues mein Entrance bekommt mit Titanton Anton dran. Wahrscheinlich wieder den. Mal gespannt wie. Ja, war an sich echt schönes Match. Bin mal gespannt, wie man die beiden weiter einsetzt. Es war halt echt schwierig zu sagen, wer da dieses Match gewinnt, weil sie ja beide von einer anderen Show kamen, soll man sagen. Cedric Alexander von 205 Live und Cesaro von SmackDown. Also deswegen schwierige Entscheidung, wie man da gewinnen lässt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Backstage-Segment. Und zwar hatten die Usos eine Promo gehalten, beziehungsweise haben ein Interview bekommen, wo sie mal gesagt haben, dass sie auf jeden Fall jetzt bei Raw angekommen sind und da natürlich auch versuchen werden, den Titel sich zu holen. Ist, denke ich, so ein Standard-Interview, wenn man neu bei einer Show ist. Aber sie wurden von Revival unterbrochen, die
gelabert und gelabert haben und die Usos sich dabei gedacht haben, okay, tun wir einfach mal so, als würden wir einschlafen. Das war, finde ich, so mit das lustigste Backstage-Segment, was wir bei Raw hatten. Und ja, danach ging es noch zum nächsten Match. Und zwar hatte man da die Viking Raiders gegen die Lucha House Party. Das Match ist allerdings nicht zustande gekommen, denn man hat sie eben mal kurz zerstört und das war es dann auch. Also ich bin echt gespannt, wie es da mit den Viking Raiders weitergeht. Scheint auf jeden Fall richtig dominant dargestellt zu werden, was auch die richtige Entscheidung ist bei solchen zwei Bulldozern, sage ich mal. Ich finde es so lustig, wie sie halt jetzt wirklich von Woche zu Woche wahrscheinlich den Namen ändern. Letzte Woche noch Viking Experience, jetzt Viking Raiders. Wie heißen sie nächste Woche? Heißen sie da dann War Viking oder wie? Vielleicht eher War Experience. Nein, es gibt tatsächlich schon eine Option dazu, eventuell, weil es gibt eine Social-Media-Umfrage, wo tatsächlich Viking Warriors thematisiert wird. Also ihr findet das lustig, aber die meinen das ernst. Die Option ist da. Aber zum Match ganz kurz, sie machen auch hier alles richtig und wenn die Gerüchte stimmen, sollen sie auch gepusht werden. Und mir ist im Prinzip egal, wie die heißen. Ich rech mich da natürlich herzlich drüber auf, wenn ich lesen muss Viking Experience. Aber von dem, was sie leisten und von dem, was sie mit ihnen vorhaben, eventuell gerne. Denn ja, endlich mal wieder ein neues und auch ein gutes Tag-Team. Weil das letzte Tag-Team, was auch als Tag-Team hochkam, war meines Wissens, wie heißen sie noch gleich? Sie sind so unwichtig, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Sanity? Nee, die anderen. AOP? Ja, genau die meine ich. Und die sind furchtbar. Ich hasse sie. Ich finde sie einfach nur scheiße. Und hier hast du endlich mal genau das Gegenteil. Und ja, bitte mehr davon. Von mir aus auch unter Viking Warriors. Ist mir scheißegal. Ja, ich hätte auch gerne mal den Namen entscheiden. Ich fand es schon interessant, dass sie den Namen von War Raiders erinnert haben, wobei ich den ziemlich geil fand. Aber der Name ist ja relativ egal, solange sie die Leistung zeigen. Da bin ich echt mal gespannt, wie sie weiter einsetzen werden. Weil wir kennen sie ja als extrem starkes Tag-Team, die trotz ihrer Körperfülle wirklich Moves eines Cruiserweights mehr oder weniger zeigen. Was sie aber, so wie ich gelesen oder gehört habe, jetzt in der Main-Show von WWE nicht mehr so zeigen sollen oder dürfen von an, ob davon um, was ich sehr, sehr schade finde, weil es ist echt geil, jemanden zu sehen mit dem Kaliber von den beiden Jungs und dann so Moves zu machen. Aber solange sie weiterhin sehr stark einsetzen, so wie bisher, kann man auch das verkraften, finde ich. Aber ansonsten echt interessant gewesen. Ja, ich finde sie ja auch super. Und ja, der Name war schon besser als Viking Experience oder noch schlimmer, ich weiß es nicht. Da kann man wieder drüber reden. Viking Warriors würde mir gefallen, aber hoffentlich bleiben sie dann endlich mal bei einem Namen. Und ich hoffe, dass sie auch weiterhin so ein paar von ihren schnellen Aktionen zeigen dürfen. Das wäre mir sehr lieb, denn dann können sie auch den Casual-Fans wirklich mal zeigen, was auch so große Leute drauf haben können. Ja, ich fand's auch gut, wie sie sich da eingesetzt haben. Die Lucha House Party hat jetzt so oder so keine Chance gegen die War Raiders, Anführungsstrichen. Aber meinetwegen können sie jetzt den Namen so behalten oder Viking Warriors. Hauptsache diese Schriftart sieht besser aus wie die von den Viking Experience, wo Daniel sich gedacht hat, diese Schriftart ist ja kacke. Da hätte er eine bessere Schrift gemacht. Wollte schon die WWE anschreiben, dass sie einen besseren brauchen für seinen Photoshop. Ja, also mir ist egal, wie sie am Ende heißen. Bin gespannt, ob es nochmal eine Namensänderung gibt. Ja, ich denke mal, wir können weitergehen. Dann gehen wir auch weiter. Und zwar mit Zack Ryder und Kurt Hawkins, die nach dem Match erstmal im Backstage-Bereich standen und auf das Match reagiert haben, sage ich mal. Und sie waren eigentlich relativ beeindruckt, haben aber auch gesagt, dass sie schon ziemlich lange bei WWE sind und so ihre Erfahrungen gemacht haben und es ihnen nichts ausmacht, wenn sie gegen sie antreten müssten und ihre Titel dann verteidigen werden. Ich fand das auch nicht schlecht. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass ein Kurt Hawkins jetzt so auf total selbstbewusst macht und sagt, ja Mann, ich gewinne jetzt jedes Match und so, nachdem er irgendwie nur zwei gewonnen hat bisher. Also ist schon ziemlich lustig, die beiden dann da anzusehen mit den Titeln. Haben sie sich natürlich auch verdient. Nur finde ich schon ein bisschen komisch, wenn man halt dann sagt, ja, wenn man dann so selbstbewusst rüberkommt. Aber wie gesagt, nicht schlecht. Und dann ging es auch in der Halle weiter mit einer Promo. Diese Woche waren echt ziemlich viele Promos, fällt mir gerade auf. Und zwar Becky Lynch, die über Lacey Evans gesprochen hat. Und sie meinte, dass sie die hinterhältigen Angriffe nicht stören von Lacey Evans, dass sie auch selbst damals schon bekannt dafür war,
dass sie eben hinterhältig angegriffen hat und auch eine Karriere daraus gemacht hat, blonde Mädchen zu vermöbeln, sag ich mal. Und dann kam auch Lacey Evans raus, hat auch für ihre Verhältnisse mal wieder eine starke Promo gehalten. Da fällt mir von Woche zu Woche auch wieder auf, dass sie echt eine angenehme Stimme hat, was Promos angeht. Und im Ring kann sie natürlich auch was. Und ja, da bin ich echt gespannt, wie das bei den beiden dann weitergeht, auch mit dem Titelmatch. Das wird bestimmt ein richtig gutes Match. Ich hoffe nur, dass Lacey Evans den Titel noch nicht gewinnt, weil für mich wäre das dann ein bisschen zu früh. Und ja, Becky war aber allerdings nicht nur für eine Promo draußen, sondern hatte auch noch ein Match gegen Alicia Fox, das für mich ziemlich lange ging. Also nicht ziemlich, aber zu lange, weil ich kann Alicia Fox im Ring nicht sehen. Wenn man dann wieder an deren Botches denkt und was weiß ich, kriegt man einen Kotzreiz. Naja, Becky Lynch gewinnt das. Beste Entscheidung und mehr muss man dazu. Fangen wir vorne. Ganz kurz zu dem Zack Ryder-Ding. Ich glaube einfach, dass das jetzt für ihn so ein Moral-Push ist quasi und dass er das deswegen so ein bisschen raushängen lässt. Dass er jetzt schon ein paar Wochen den Titel hat und dass seine Moral dadurch ungemein gestiegen ist und dass er das jetzt auch so ein bisschen raushängen lässt. Und von mir aus kann er das auch gerne noch tun, weil sonst wäre der ganze Aufwand für mich rund um Curt Hawkins jetzt ziemlich für den Arsch. So. Jetzt tun wir Promo Becky Lynch. Promos von Becky braucht man nicht viel zu sagen. Und wenn man dann noch tatsächlich Lacey Evans gegenüberstellt, kann man bei den Frauen auch nicht viel verkehrt machen, weil sie können beide reden und sie können auch beide wresteln. Und von daher freue ich mich tatsächlich auf dieses Titelmatch, wobei ich tatsächlich nicht der Hoffnung bin, dass Lacey den Titel hier nicht gewinnt. Also von mir aus dürfte Lacey den Titel gerne gewinnen, weil ich vertrete die Meinung, dass Becky zu SmackDown gehört. Für mich gehört Becky einfach in die blaue Show und fertig. Das ist aber eine ganz persönliche Präferenz und von daher kann es leider nicht steuern. Ich muss es nehmen, wie es kommt, aber von mir aus darf Lacey gerne den Raw-Titel gewinnen. Mir egal. So, dann dieser Unsinn mit Becky versus Alicia Suff. Ich find's furchtbar. Warum darf die Frau überhaupt noch wresteln? Ja, es hat jemand für diesen Fauxpas damals einen Kopf hingehalten, aber meines Erachtens der falsche. Diese Frau braucht entweder erst eine Therapie oder einen neuen Job. Weil es ist nicht nur, dass sie besoffen zur Arbeit kommt, es ist auch noch, sie kann einfach ihren Job nicht. Das Match war, ich weiß nicht, 1,5 Minuten alt und du hattest den ersten Botch. Das war grauenvoll. Kann ich total verstehen. Also Alicia Fox ist wahrlich nicht die Beste im Ring. Um da mal ein bisschen zu untertreiben. Ich weiß nicht, wie ich sonst noch sagen soll. Ich habe da noch so eine Aktion im Kopf aus dem Match. Ja, eigentlich eine schöne Aktion, aber... Also, bevor du weitersprichst, steck mal dein Mikro wieder ein. Irgendwie das Gefühl gehabt, dass Alicia Fox nicht wusste, wo sie hinfallen sollte. Erstmal ist sie zu früh gefallen und dann hat sie sich dann auch irgendwie auffangen können und ist dann zu spät gefallen oder so. Also, hä? Wie kann sowas passieren? Nee, also Becky ist super, aber Alicia muss ich nicht sehen. Zu dem Segment Lacey Evans, Becky Lynch. Ja, vielleicht gewinnt sie den Titel Lacey Evans. Vielleicht verteidigt aber auch Becky. Verteidigt vielleicht auch den SmackDown-Titel. Vielleicht kommt dann ein Cash-In. Ich denke mal eher, dass sie ihn durch ein Cash-In verliert, einen der beiden Titel. Dann zu dem Match mit Alicia Fox. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, man hätte gerne jemand anders nehmen können gegen Becky, aber eine Alicia Fox kann nix. Das hätte ich nicht gebraucht. Das sehe ich genauso. Also, das hätte man sich echt sparen können, dieses Segment. Oder hätte Becky jemand anderen als Redner geben können, aber nicht sie. Von daher halte ich mich kurz und knapp und beende meinen Satz. Ich hefte vielleicht noch ganz kurz was dran, weil wir jetzt die ganze Zeit davon gesprochen haben, man hätte Becky ja auch mal einen anderen Gegner geben können. Es ist ja nicht so, als hätte Raw nicht genug, die mal wieder Matchzeit auch gebrauchen könnten. Mir fällt da so spontan eine Nikki Cross zum Beispiel. Mir fällt auch jemand ein. Was ich super gerne gesehen hätte. Becky gegen Nikki, ja. Und nicht das da. Mann. Mir fällt auch eine ein. So eine Alexa Bliss zum Beispiel. Wobei ich bei der Meinung bin, die hat die Matchzeit nicht so nötig wie eine Nikki Cross zum Beispiel. Dann gehen wir zum nächsten Backstage-Segment. Jawohl. Baron Corbin steht mal wieder da und hat eine Promo gehalten. Was ein Wunder. In der hat er gesagt, dass es ihm egal ist, dass alle sagen, dass er das Titelmatch nicht verdienen würde und dass er das nicht verdient hätte, der letzte Gegner von Kurt Angle zu sein und dass Seth Rollins dafür bezahlen würde, dass er ihn das Leben zur Hölle gemacht hat. Standard-Promo von Baron Corbin, braucht man nicht viel zu sagen. Und dann kam Robert Root. Der hat jetzt auch einen Namenwechsel von Bobby zu Robert. Hieß er, glaube ich, früher mal
ganz am Anfang, bin mir da nicht sicher. Ich kenne mich da auch nicht ganz so aus mit seinen alten Namen. Auf jeden Fall hat er auch Backstage auf sich aufmerksam gemacht, hat gesagt, wer er ist und was man erwarten kann. Und dann ging es auch zu seinem Match gegen Ricochet. Das Ganze ging 11 Minuten. War meines Erachtens ein schönes Match. Beide wieder als Singles Wrestler, ist echt schön anzusehen. Und bin auch echt gespannt, wie es damit auf beiden Seiten weitergeht. Ein Robert Roode, der vielleicht bald Heel turnt. Oder ist er Heel? Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Und nennen Ricochet, der jetzt auch als Singles Wrestler tätig ist, nachdem ein Aleister Black jetzt bei SmackDown ist. Naja, auf jeden Fall gewinnt das Robert Roode nach dem Glorious DDT. Wie gesagt, ein schönes Match. Kann man so bringen. Gespannt, wie es da weitergeht. Mehr muss ich nicht zu sagen. Ja, Robert Roode hat einen Heel-Turn hinter sich gebracht. Genau bei dieser War-Sendung mit der Promo und so, die er vorher gehalten hatte. Wo vorher was eingeblendet wurde von ihm und so. Da ist er dann schon als Heel aufgetreten. Kann man so machen. So hat man ihn erst etwas neu dargestellt. Okay, vom Aussehen her, das macht ihn ein bisschen älter. Und er erinnert mich so ein bisschen an Magnum und so ein bisschen an Rick Root. Das ist so ein Mix daraus. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Aber was soll's. Das Match war eigentlich ganz gut. Beide gefallen mir als Singles Wrestler sehr gut. Robert Root gewinnt. Und ja, Luki, er hieß früher schon mal Robert Root. Also ist ein neuer Name. Also, ich fand's gut. Ganz ehrlich, ich feiere Robert Root. Ja, er sieht aus wie Rick Root und ja, er sieht auch aus so ein bisschen wie Magnum, das ist mir bewusst. Und ja, dieser Schnorris macht ihn einfach mal noch gefühlt 15 Jahre älter. Aber für mich wirkt es auch einfach so, dass das genau das Ziel war. Einfach sein tatsächliches Alter noch ein bisschen rauszuspielen, um vielleicht auch noch auf ein bisschen mehr Erfahrung anzuspielen. Und von mir aus gerne mehr Robert Root. Ich finde das super und ich finde auch gut, dass man hier tatsächlich ein Ricochet so hat verlieren lassen, weil irgendwann musste es passieren. Und ja, mit einem neuen Gimmick kann man das immer ganz gut machen, ohne dass der Gepinnte aussieht wie Klein Doofkopf. Ich freue mich tatsächlich auf das, was da jetzt kommt. Robert Root, ja, ich habe den auch noch nie mit diesem Gimmick gesehen. Ich freue mich auch schon drauf, wie es weitergeht mit diesem Gimmick. Und ich habe so das Gefühl, dass der Glorious DDT zumal härter wird. Oder kommt das nur einem so vor? Der hatte schon richtig gut gesellt, der Ricochet. Aber ja, hey, 11 Minuten für ein Ricochet-Match. Juhu! Ja, Ricochet sellt ja immer grandios. Ich muss ja sagen, eigentlich ist es ja sogar das gleiche Gimmick wie vorher. Nur ein anderer Name und ein Heel-Turn. Ansonsten ist das Gimmick ja eigentlich gleich geblieben und das finde ich gut. Denn du hattest sehr viel Potenzial bei diesem Glorious-Gimmick und als Heel kann er das gut ausschöpfen, finde ich. Ja, mal interessant, anderer Name. Unter dem Namen kenne ich ihn tatsächlich auch nicht. War auch vor meiner aktiven Wrestling-Show-Zeit. Aber warum nicht? Hat mir öfter so nach dem Motto Battle Roots geht. Und wenn sie es schätzen und einem Erfolg hat, warum nicht? Ja, Ricochet, natürlich ein klasse Kämpfer. Ich betone es jede Woche aufs Neue, sozusagen. Und ja, schönes Match, 11 Minuten Matchzeit gegen Ricochet. Für Ricochet kann man definitiv mal machen. Und ja, machen wir weiter. Ich beantrage hiermit offiziell, weil Hergi es gerade das erste Mal gemacht hat, wir brauchen eine neue Kategorie. Der Hergi des Tages. Back to the Roots. Denkt mal drüber nach. Ein Bobby Root geht ja gerne mal back to the roots. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Segment. Für mich war es aber kein, beziehungsweise nicht Segment, sondern Videoeinspieler. Wieder mal Bray Wyatt, der dieses Mal, ja, ich sag mal so, eine Kinderserie ähnelt. Und erstmal so über sein altes Gimmick spricht. Er sagt, dass er dann nie wieder zurückgehen würde. Und er jetzt ja ein neuer Bray Wyatt wird. Und ja, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, ihn jetzt so zu sehen. Weil wenn man so den Psycho davor noch kennt, der irgendwie die verrücktesten Mindgames gespielt hat und jetzt kommt dann auf einmal so einer mit dem lieben Gimmick, sag ich mal, und dann irgendwie sagt, ja, ich bin ja jetzt über meine alte Zeit hinweg und was weiß ich. Ist schon ein bisschen komisch, aber er stand ja auch mit einer Kettensäge, dann hat sein altes Ich dann zusammengesägt. Also, da bin ich gespannt, wie es bei dem weitergeht. Das Ding ist, ich habe mir dieses Gimmick sehr lange nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich glaube, mal abgesehen davon, dass ich ja sowieso davon ausgehe, dass da noch mehr kommt, dass wir irgendwann einen völlig durchgeknallten Bray Wyatt wieder erleben werden. Mir ist in den letzten Tagen aber auch eine Idee gekommen, wie das passieren könnte. Und zwar stelle ich mir das gerade so vor, dass wir in dieser Vignette mit diesem Firefly Funhouse so einen Bray Wyatt erleben, der frisch aus einer Therapie kommt. Aber nicht so eine Therapie, wie wir das normalerweise kennen, sondern mehr so
mal 20, 30 Jahre Zurücktherapie, hier so mit Schocktherapie und so einer ganzen Scheiße, so nach dem Motto, wir jagen die ganze böse, das ganze böse Wesen mit Elektrik aus dir raus. Und irgendwann fliegt ihm diese ganze Therapie so um die Ohren, dass er völlig austicken wird. Wäre definitiv interessant und würde ich auch ziemlich feiern, denn ich denke, Bray Wyatt kann halt, wie gesagt, ja schon spielen. Und wenn man dann wieder einen verrückten Bray Wyatt hat, bin ich vollkommen für. Ja, ich finde es echt interessant. Wir haben ja die letzten Wochen schon drüber geredet, über diese kleinen Einblendungen, wo wir dann gesagt haben, ja, definitiv Bray Wyatt. Ich habe mit allem Möglichen gerechnet, weil wir ja von Sister Abigail gesprochen haben und allem. Hätte ihr wirklich alles Mögliche kommen können. Und dann sehe ich das hier und denke so, Alter, was haben die mit dem angestellt? Erstens dieses Grinsen im Gesicht und dann, wenn man ihn vergleicht mit früher, er war ja wirklich relativ, naja, was ist das relativ? Er war halt schon etwas korpulent und jetzt sieht man, dass er echt schwer abgenommen hat und der Bart etwas anders, er steht ihm gut und dann sein Firefly Funhouse, so eine Art Tinder-Sendung, das zusammen mit Bray Wyatt, ja, das ist schon creepy. Könnte wirklich auf diese Methoden von früher zugreifen, wodurch die Leute dann total irre werden. Und es könnte echt sein, dass wir demnächst irgendwann einen total durchgeknallten Bray Wyatt sehen. Vor allem, wie wir hier schon gesehen haben, hat er sein alles Ich mit Kettensäge zerteilt. Wo man ja sagen kann, gut, er will sein alles Ich zurücklassen. Nur irgendwie, ja, es ist echt creepy, schon krass. Man kennt ihn ja so echt gar nicht in dieser mehr wie der kinderfreundlichen Rolle. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ob er, ich sag mal, so freundlich bleibt oder ob er doch total durchdreht. Ich wäre ja für total durchdrehen. Passt irgendwie besser zu ihm. Also ich freue mich auch schon auf dieses Gimmick. Man hat ja jetzt auch in diesem Funhouse gesehen, wer dieser Vogel war in dieser Pappkiste. Wie er heißt, Mercy the Buzzard. Dann hat man die Puppe gesehen. Am Ende habe ich mir dann nur gedacht, wo hat er diese Kettensäge her? Und dann hat er noch mit dem Handschuh telefoniert. Ich weiß echt nicht, ich keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, was dann noch passiert. Ich vermute auch, dass der irgendwann am Ende wirklich durchdreht. Aber da wird noch einiges auf uns zukommen. Ja, ich denke, dass gerade diese Puppe mit dem Bussard ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir den Original Bray Wyatt noch gar nicht verloren haben. Weil warum sollten sie weiter auf der Bussard-Geschichte rumreiten, wenn es ein komplett neues Gimmick werden soll? Ich denke ganz einfach, wir kriegen jetzt ein paar Wochen diesen völlig grinsenden Bray Wyatt um die Ohren gehauen, der immer wieder auch mit seiner Hand telefoniert, wahrscheinlich, weil das Stimmen in seinem Kopf sind. Ich weiß es auch nicht. Und irgendwann fliegt ihm das so um die Ohren und dann freue ich mich auf den er als Gegner kriegt. Ich glaube, der wird leiden und zwar richtig. Und da habe ich Spaß dran. Oh ja, der alte Bray Wyatt. Also, wie gesagt, wäre für mich das Beste, was man machen kann, so wie es jetzt Daniel beschrieben hat. Passt perfekt zu Bray Wyatt. Und so kann man es auch ziemlich gut umsetzen. Also, schon echt eine starke Theorie. Vielleicht kommt es ja so, du hast in der letzten Zeit ja schon ziemlich oft recht gehabt mit Theorien und so weiter. Deswegen, gerade bei Bray Wyatt auch, bin ich gespannt drauf. Aber dann gehen wir zum Main Event. Und zwar Baron Corbin gegen AJ Styles steht ja noch an. Das Match war auch nicht schlecht für einen Baron Corbin, der in dem Match drin ist. Scheint sich ein bisschen gefangen zu haben, sag ich mal. Jetzt ein bisschen was von Wrestling zu verstehen. Kann vielleicht aber auch einfach nur an AJ Styles liegen, der einfach irgendwie mit jedem gutes Match zaubern kann. Das gewinnt allerdings auch AJ Styles mit einem phenomenalen Vorarm. Man hatte zwischenzeitlich noch eine dominante Phase von Baron Corbin, weil ein AJ Styles eine Verletzung gesellt hat. Deswegen auch nicht schlecht umgesetzt. Und ich bin relativ zufrieden mit dem Main Event und auch zufrieden mit Raw. Das Main Event war in Ordnung. AJ Styles immer gut. Corbin okay. Und ansonsten Raw fand ich echt, echt stark. Also diese Woche wirklich stark. Ich muss mal gerade was vorbereiten. Mach mal jemand anders weiter. Ja, Number One Contender Singles Match. AJ Styles gegen Baron Corbin. AJ Styles gewonnen. Fand ich schön. Gut, liegt halt auch daran, dass ich Baron Corbin absolut nicht leiden kann. Also ein anderes Thema. Ja, 13 Minuten 6. Dieses Mal gewonnen durch die phenomenale Vorarm. Schönes Match. Kann man definitiv so machen. AJ Styles ist ja echt ein klasse Kämpfer und ja. Daniel scheint ein bisschen länger was vorzubereiten, deswegen sage ich vielleicht noch ein bisschen was zu dem Match. Ich finde es ja auch echt krass, wie ein Baron Corbin mittlerweile wieder ein bisschen bessere zeigt und auch mal ein paar andere Moves. Also hätte ich von ihm
ganz ehrlich nicht gedacht, nachdem er wirklich, seit er im Main-Roster ist, irgendwie Matches hinlegt, die ich mir nicht anschauen kann. Hat er jetzt zwei Matches hingelegt, die ich mir schon anschauen konnte, die ich auch nicht wirklich schlecht fand, ne? Aber ich weiß noch nicht, ob das irgendwie an seinen Gegnern liegt, ob die jetzt irgendwie ihn da mitreißen oder ob es auch an ihm selbst liegt. Vielleicht wird er in Zukunft auch mal wieder ein bisschen besser. Kurze Erklärung, ich versuche gerade was zusammenzurechnen, nämlich tatsächlich die Matchzeit und möchte das möglichst genau machen. Deswegen, okay, das ist nicht schlecht. Wir kommen also rund gerechnet auf 72 Minuten Matchzeit. Das ist ja bei Raw schon fast Rekordleistung in den letzten Wochen. Und ja, kann man machen. Das letzte Match, ich weiß nicht, ob es an einer Verbesserung von Baron Corbin lag oder einfach daran, dass ein unfassbar starker AJ Styles ihn durch das Match getragen hat. Ich kann mir einfach vorstellen, dass da auch ein bisschen das Können von AJ Styles mitgespielt hat. Ich möchte einfach Baron Corbin nicht mehr zusprechen, als ihm zusteht. Und ja, das Match war okay. Für mich war auch tatsächlich das Ende okay. Und ja, jetzt freue ich mich einfach auf das, was kommt. Ja, dann würde ich sagen, wenn keiner mehr was zu sagen hat zu Raw, gehen wir zu SmackDown weiter. Und SmackDown fing auch mit einer Autoritätsperson an, zwar dieses Mal Shane McMahon, der über Roman Reigns gesprochen hat, der ja letzte Woche seinen Vater angegriffen hat beim Punch und was weiß ich alles. Ist ja so auch das Standardding, was ein Roman Reigns macht, wenn er auf Vince trifft, erstmal angreifen. Aber er hat auch gesagt, dass es eine Strafe definitiv für ihn geben wird und hat auch einige Dinge aufgezählt, unter anderem eine Geldstrafe, eine Suspendierung oder vielleicht sogar, dass er gefeuert wird. Stattdessen hat er aber ihm befehlt, rauszukommen. Und ja, als Roman Reigns dann draußen war, gab es erstmal, ich glaube, eine Minute lang kein Wort. Niemand hat was geredet. Und dann schmeißt Roman Reigns sein Mikro weg und greift erstmal, beziehungsweise dann griff Shane Reigns an. Und ja, als dann Reigns so seine Phase hatte und dann zurückschlagen konnte, kam von hinten Elias raus, hat dann Roman Reigns angegriffen, beziehungsweise abgelenkt. Und am Ende wurde Roman Reigns dann hingerichtet. Das war, finde ich, ein echt starker Opener, ein echt starkes Anfangssegment und kann man definitiv so bringen. Ich bin da auch gespannt, wie es da jetzt weitergeht, gerade weil die beiden ja anscheinend jetzt eine Fehde aufbauen werden, Elias und Reigns. Und da bin ich dann auch gespannt, wie es da weitergeht. Hoffentlich machen Roman Reigns alles richtig. Hergi, Marcel, Michi, Daniel ist gerade nicht da, das heißt, ihr müsst irgendwas sagen. Ja, fand ich auch ganz interessant, dieses Segment. Ist logisch, dass Shane McMahon etwas sauer ist durch die Ereignisse der letzten Woche. Und ja, von daher ist logisch, dass Roman Reigns eine Strafe bekommt, war ja an sich auch ein schönes Superman, ein Kick, meine Kick war's. Und von daher Geldstrafe, bin gespannt, wie es weitergeht, was ihm im Endeffekt blüht. Und ja. Also, ja, man kann das alles so bringen. Ich weiß, ich habe jetzt echt lange überlegt, was ich sich dazu sagen soll. Ja, war eine gute Strafe, so kann man ein Match aufbauen zwischen Elias und Roman Reigns. Ob man das will, okay. Aber war ganz gut. Mich stört's ein bisschen. Nur so ein bisschen. Ich habe die Idee dahinter verstanden. Ich habe auch verstanden, warum man's gemacht hat. Aber was mich daran stört, ist, erstens, warum macht man jetzt plötzlich einen Elias zu einem Autoritätsclown? Fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Erklärung zu. Zweitens, warum nutzt Shane diesen Autoritätsclown? Ich meine, Shane selber ist aktuell ein unheimlich stark aufgebauter Heel. Hat er es wirklich nötig? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich verstehe die Intention hinter dem Ganzen. Kann man so bringen, aber ich hätte es vielleicht nicht gemacht. Ich hätte vielleicht einfach wirklich einen sehr starken Shane agieren lassen und gut wäre es gewesen. Ja, sonst hat keiner mehr was zu sagen. Dann gehe ich direkt zum ersten Backstage-Segment von SmackDown. Und zwar hat man Kofi Kingston in einem Interview gehabt. Er hat ein bisschen darüber gesprochen, dass es ja sein erstes Singles-Match ist nach seinem Titelmatch. Und ja, sagt, dass er der World Champion des Universe ist. Scheint auch echt glücklich darüber zu sein, dass er endlich einen Titel gewonnen hat. Wundert mich natürlich auch nicht. Nach 11 Jahren ist das auch echt mal überfällig gewesen. Ja, spricht halt auch ein bisschen darüber, dass Big E verletzt ist und sie deswegen ein Übergangsmitglied haben bei New Day. Und dann kam auch schon Big O und spricht auch ein bisschen über Kofi, sagt, dass er gewinnen wird. Und zwar nur, weil New Day rocks. War auch ein starkes Segment. Ich finde es immer wieder lustig zu sehen, wie Kevin Owens einen auf New Day macht. Bin ja auch froh nach den Geschehnissen im Main Event, dass das so geendet ist. Aber das war schon echt eine lustige Zeit. Und dann ging es auch schon zum ersten Match. Und zwar war das Finn Balor gegen Andrade.
Und auch das war ein echt schönes Match. Gerade der DDT von Finn Balor, der war schon echt nice ausgeführt. Und auch das Finish war echt nicht schlecht. Hat so ein bisschen Flashbacks an Takeover gehabt, wo auch da Selina Vega eingegriffen hat und Andrade dadurch verloren hat. Dieses Mal gegen Finn Balor und nicht gegen Aleister Black. War ein schönes Match und ja. Ja, interessantes Match. War eigentlich abzusehen, dass jetzt diesmal Finn Balor gewinnt, da er ja bei Raw gegen Andrade verloren hat, wo Andrade erst zu Raw gekommen ist. Dann wurde Andrade wieder zurück zu SmackDown gedraftet. Ja, gute Spots im Match. Finn Balor kann man ja auch nicht wirklich verlieren lassen, weil er ja den IC-Titel hat. Und dann, wenn man ihn so oft hintereinander verlieren lässt, ist auch wieder blöd. Deswegen meiner Meinung nach der richtige Sieger in diesem Match. Bin ich absolut bei Michi. War sehr schön anzusehen. Das Ende war absolut gerechtfertigt. Und ja, Luki, dieser DDT war absolut aus der Hölle und wunderschön. Und mehr möchte ich einfach auch nicht dazu sagen, weil das wird es kaputt machen. Ja, ich fand das Match auch ziemlich nice. An sich fand es wieder schön, dass ein Balor gewonnen hat. Wie man es fast gewohnt ist, so schön Rudekram. Denn es ist ja so wie immer so, wenn Balor den Rudekram zeigt, dann wird das Match meistens, so wenn er durchsteht, direkt in der Abwende. Sie hat 8 Minuten Matchzeit und ein sehr starkes Match auch von Andrade. Er hat sich echt wahr und gut geschlagen gegen Finn. Ja, zu Recht gewonnen und ja. Dann ging es backstage wieder weiter, diesmal mit Elias, der einen Song gesungen hat, in dem er Roman Reigns herausgefordert hat. Kurze Geschichte und ja, dann ging es weiter mit dem nächsten Match. Kairi Sane trat an gegen Peyton Royce. Allerdings hat man vor dem Match noch Manny Rose und Sonya Deville backstage mit Paige gesehen und da haben die beiden gesagt, dass Paige ja bald merken würde, wer die Besseren sind für sie und wenn es so sein wird, wäre es aber dann zu spät, wenn sie wieder zurückkommen sollte. Also auch hier baut man vielleicht da was auf. Ich bin ja echt gespannt, wie es da weitergeht. Und gerade auch, was mit Paige passiert, denn da sie ja nicht mehr in den Ring steigen kann, freut es mich schon echt, dass sie auch so nochmal im Fernsehen zu sehen ist. Ist auf jeden Fall schön anzusehen. Und das Match war, ich will jetzt nicht sagen gut, ich fand es aber auch hier wieder schade, dass man mal wieder Peyton Royce weggesquasht hat. Und ja, ich finde es mittlerweile auch echt lächerlich, wie man sie bookt. Klar, vielleicht hat man dann Hintergedanken dadurch, dass sie vielleicht alleine einfach nichts gebacken bekommen. Aber ich finde es trotzdem dermaßen lächerlich. Da stimme ich dir komplett zu. Ich finde es auch nur noch lächerlich. Und ich hoffe, dass man da irgendwie einen Hintergedanken hat. Sonst finde ich es sehr, sehr schade. Ich habe ja das Ganze alles vorher gekauft. Hab gesagt, Peyton wird verlieren. Das war schon zu vorhersehbar von der WWE gemacht. Mein Gedanke spielt ja auf das WrestleMania Match hinaus, wo die durch Glück gewonnen haben, kann man sagen. Also vielleicht deswegen sie es schlecht darstellen, um zu sagen, euer WrestleMania-Sieg war bloß Glück. Die Frage ist halt wirklich, wo es hingeht. Und wenn sie das so durchziehen, wie sie es jetzt durchziehen, ohne einen Plan zu haben, dann wüsste ich als Teil der Iconics echt nicht, ob ich mir das lange gefallen lasse. Ganz ehrlich, hoffen wir das Beste tatsächlich, weil auch wenn sie einem auf den Sack gehen, das haben sie nicht verdient und schon gar nicht als Titelträger. Ja, nach dem Match kamen dann nochmal Mandy Rose und Sonya Deville raus, haben diesmal allerdings aber auch nur applaudiert, wurden dann allerdings auch von Jinder Mahal unterbrochen, der jetzt mal wieder zurück bei SmackDown ist. Wuhu, da freue ich mich ja richtig drauf. Und dann gab es noch eine Promo von Aleister Black, der, wie ich ja bei Raw schon angesprochen habe, jetzt bei SmackDown ist. Und da bin ich auch gespannt, wie es mit ihm da weitergeht, weil als Singles-Wrestler bei SmackDown, gerade bei SmackDown, wo sie ja teilweise eigentlich immer besser sind als Raw, bin ich echt gespannt. War auch echt stark die Promo von ihm, aber das ist man ja auch mittlerweile gewohnt, also nichts Außergewöhnliches. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt noch zum dritten Match, denn das war kein Match. Eigentlich stand an Chad Gable gegen Jinder Mahal, aber bevor Chad Gable im Ring war, wurde er von Lars Sullivan attackiert und abgefertigt. Der hat dann erstmal Jinder Mahal angeschaut, der sich aber dann direkt aus dem Ring verpisst hat und seine Singh-Brüder da vorgeworfen hat, die dann auch nochmal zerstört wurden von ihm. Und zu guter Letzt kam auch noch R-Truth raus, wurde allerdings auch nochmal abgefertigt. Also jetzt geht Lars Sullivan mittlerweile auch auf Talente, deswegen wieder mal einen Schritt nach vorne. Wie weit das noch geht, bin ich auch echt gespannt. Ich finde es aber eigentlich nur noch lustig. Und dann noch, um das mitzunehmen, Backstage-Segment von Roman Reigns hat einfach nur die Herausforderung von Elias angenommen, auch nichts außergewöhnlich. Ganz kurz möchte ich auf die Sache mit Lars Sullivan eingehen. Ich mag den Mann tatsächlich nicht, vom Gimmick her, von dem, was er bis dato zumindest gezeigt hat, so wie ich ihn gesehen habe, und da rechne ich NXT mit ein. Also er wirkt für mich sehr eingeschränkt in seinen Moves und deswegen mag ich ihn einfach nicht.
Aber wir haben ganz, ganz lange über ihn hergezogen, weil er nicht da war, als er da sein sollte. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, wenn er seine Zeit nutzt und investiert in Training, in, ja, Weiterbildung auf gut Deutsch gesagt, kann aus dem Mann echt was werden. Und dass ich das sage, fällt mir echt schwer. Aber das, er wirkt einfach, ja, noch entschlossener als zu seiner NXT-Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man auch was draus machen kann. Ja, das stimmt schon. Er bringt jetzt auch immer noch eine Aktion, die er bei NXT nie gezeigt hat. So, vielleicht hat er ja wirklich das Talent. Wir werden es sehen. Ich finde, der Call ins Main-Roster kommt vielleicht ein bisschen früh. Aber wir werden sehen, wie es so weitergeht. Aber bisher brauche ich ihn auch nicht. Wir werden sehen, wie es ist. Ich habe doch noch einen Teil vergessen. Dass ein Roman Reigns jetzt die Herausforderung von Elias annimmt, finde ich auch sehr gut, weil man hier einfach weiter den Weg mit Roman bestreitet, ihn nicht direkt wieder in Titelmatches zu stecken. Und wenn man das von mir aus bis SummerSlam oder nach SummerSlam zieht, danach kann man gerne anfangen, ihn wieder aufzubauen, aus meiner Sicht. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, lass den bis nächstes Jahr WrestleMania aus dem Titel geschehen, auch unter den hier Anwesenden, aber lass den von mir aus nach dem SummerSlam wieder aufbauen. Ich habe da kein Problem mit. Das wiederum bedeutet ja auch, dass ein Roman Reigns nicht im Money in the Bank Ladder Match sein wird. Und das ist dann auch ziemlich gut. Weil so gibt man ihm dann nicht in den Koffer. Weil für mich wäre klar gewesen, wenn Reigns in dem Match ist, dann wird er das auch gewinnen. So ist er nicht in dem Match. So haben wir einen komplett anderen Kofferträger. Und darauf freue ich mich dann persönlich. Ich bin auch ehrlich, ich habe auch erst gesagt, dass ich einen Roman Reigns bis WrestleMania nicht im Titelgeschehen brauche. Aber wenn man es ordentlich aufbaut, dann kann man das von mir aus, dann kann man das auch von mir aus bei, keine Ahnung, TLC, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ich glaube schon, oder Royal Rumble machen. Aber halt definitiv nicht vor SummerSlam. So stimme ich dir auf jeden Fall zu. Vor SummerSlam finde ich auch viel zu früh. Ja, so La Sullivan legt sich ja mittlerweile mit allen an, auch mit welchen, die es wirklich drauf haben. Vielleicht wird er durch echt mal ziemlich gepusht. Ich bin echt gespannt, wie es wird, was sie aus ihm jetzt noch machen. Dafür, dass er erst lange Zeit echt nicht da war, da er echt Probleme hatte, ist er jetzt wirklich sehr häufig da, attackiert jede Woche mindestens eine Person. Heute waren es ja dann echt mehr. Obwohl die seinen Brüder ja echt Kanonenfutter für ihn waren, beziehungsweise die sind in Schweden Kanonenfutter. Die können ja nichts außer dumm rumlaufen. Bin gespannt, was es ihm noch wird. Roman Reigns, ja, Herausforderung von Elias angenommen, war fast alles. Also bin echt mal gespannt, was daraus wird, wie sie ihn weiter behandeln, wie das Match von Money in the Bank ausgeht. Und ja. Dann gehen wir zur nächsten Promo und dieses Mal trifft es Charlotte. Sie hat gesagt, dass sie ihren Titel ja nie verloren hätte, weil sie ja nicht gepinnt wurde. In einem Winner-Takes-All-Match ist das aber natürlich verständlich, dass mal einer nicht gepinnt wird und seinen Titel verliert. Aber naja, dann kam Becky und hat auch gemeint, dass sie halt viel zu beschäftigt war, Ronda Rousey zu pinnen, anstatt Charlotte, die sie ja immer wieder pinnt und das für sie ja mittlerweile nichts Außergewöhnliches mehr ist. Und sie auch mal andere ranlassen soll, die sich ihre Chancen erarbeiten, wie eine Bayley oder eine Ember Moon. Und das hat sich Bayley nicht zweimal sagen lassen, kam direkt mal raus, hat Charlotte herausgefordert und dann kam das Match auch zustande, nachdem aber erst Charlotte Nein gesagt hat, war es dann am Ende doch so. Und das Match war für mich ziemlich stark. Ich war am Ende natürlich enttäuscht, dass eine Bayley verloren hat, denn sie hätte es definitiv mehr verdient als Charlotte. Aber für mich war es irgendwie auch klar, dass sie Charlotte gewinnen wird, weil Managements Liebling gewinnt immer. Und ja, an sich finde ich die Matchpaarung auch nicht so gut, weil die hat man auch schon oft gesehen. Gerade wo es noch damals um den Raw Women's Championship ging, hat man das schon gesehen, deswegen habe ich das nicht gebraucht. Und ja, deswegen bin ich gespannt, wie es da in Zukunft auch weitergeht mit Bayley, aber auch mit Charlotte hoffe ich, dass sie den Titel nicht gewinnt, auch wenn ich eher davon ausgehe, dass sie tut. Und nach dem Match hat man Becky noch gefragt, warum sie jetzt auf einmal sagt, dass sie beide Titel bei Money in the Bank verteidigen möchte. Und sie hat einfach ganz trocken gesagt, wenn man beide Titel hat, muss man auch beide verteidigen. So muss es sein. Nicht so wie ein Brock Lesnar, der sich denkt, okay, ich habe zwar einen Titel, aber ich komme nur alle 5 Monate. Bin ich echt froh, dass man das hier dann durchsieht, dass sie beide Titel verteidigen muss. Warum? Einfach nur warum? Fällt der WWE nichts Besseres ein? Ich meine, du hattest eine Charlotte, du hattest eine Bayley und dann servierst du uns zum 372. Mal eine Charlotte, ich weiß nicht. Meine Fresse, als wenn SmackDown in dem Fall jetzt das einzige Titelmaterial scheinbar Charlotte Flair ist. Das ist zum Kotzen. Gebt anderen endlich mal Spotlight. Oh, Mann. Ich hab hier gleich
völlig aus, wenn ich drüber nachdenke, weil auch eine Bailey einfach mega was drauf hat und dann lass sie das auch zeigen, um Himmels Willen. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also meine Frage ist auch, warum kriegt immer eine Miss Plastik, also Charlotte, immer Titelmatches? Wie viele braucht die denn noch? Die war doch jetzt schon achtfache SmackDown Women's Champion, wenn mich nicht alles täuscht. Nach meiner Meinung nach können sie auch mal andere einen Titelspot geben. Aber warum immer diese Miss Plastik? Da kommt doch schon dieser Papa-Bonus zum Vorschein, der auch angesprochen wurde in der Promo. Genau das sehe ich ähnlich. Okay, Charlotte ist gut. Die ist nicht schlecht am Mic und sie ist ziemlich gut im Ring. Aber jetzt mal ehrlich, brauchen wir Charlotte Flair zum wiederholten Male ohne Aufbau, also ohne wirklichen Aufbau, wo sie Matches gewonnen hat, also diesen Sinne Aufbau, wieder in einem Titelmatch? Du bringst es jetzt seit Jahren, dass du Charlotte die ganze Zeit irgendwie mal verlieren lässt und so, dann kommt sie ohne Hintergrund in Titelmatch, peng, wird Champion. Immer so weiter. Warum? Also wenn man sie doch Champion werden lassen will, aber dann doch bitte anders. Mein Problem ist, wenn die WWE unbedingt will, Charlotte Champion ist, warum nimmt man ihr den Titel dann erst ab? Tja, das ist die Frage. Ja, Miss Plastik. Immer wieder dieses Plastik. Dass das halt mal abgenutzt ist, dieses Plastik oder gebrochen. Ich brauch sie echt nicht. Sie kann echt langsam echt mal wegbleiben. Und wenn sie wollen, dass sie Champion wird, sollen sie sich halt aufbauen. Und nicht immer wieder diese halben Sachen sozusagen so. Ja, wie gesagt, ich brauche sie nicht. Reicht mir schon, sie zu sehen. Ja, dann gehen wir direkt weiter. Mal wieder das Video von Bray Wyatt. Brauchen wir nicht zu sagen, haben wir bei Raw schon was zugesagt. Deswegen gehen wir zum Main Event. Kofi Kingston gewinnt durch Disqualifikation, nachdem Rusev ihn angegriffen hat. An sich war das Match nicht schlecht, aber mich hat es halt wirklich nicht interessiert, da ich, wie gesagt, nicht wirklich viel für Shinsuke Nakamura übrig habe. Interessant für mich war allerdings hier wirklich der Heel-Turn von Kevin Owens, der in einer gewissen Hinsicht abzusehen war. Ich habe noch nicht bei dieser Ausgabe von gerechnet, vielleicht 2-3 Wochen später, aber nicht jetzt. Hat man definitiv gut umgesetzt. Erst Kevin Owens im Entrance, wirft Pancakes rum und das eigentlich auch nicht wirklich stark. Also definitiv nicht so wie ein Big E oder so. Und dann auch während dem Match mit dem Kommentatorenpool, wo sie kommentiert haben und da auch die ganze Zeit gesagt hat, ja, auf geht's Kofi und was weiß ich. Und dann am Ende kommt der Superkick aus dem Nichts. Und Kevin Owens ist endlich wieder Heel, was für mich besser ist, denn ich finde ihn als Face definitiv nicht schlecht, aber als Heel ist er halt dann doch echt auf einem anderen Stern und definitiv für mich der beste Heel, neben Ciampa, der leider verletzt ist, bei WWE. Ja, Kevin Owens ist diesmal nicht vom selben Stern, sondern von einem anderen Stern, wie du es gesagt hast. Kleiner Witz am Rande. Hey, Kevin Owens als Heel, so wie es sich gehört. Ich kann Kevin Owens wieder ernst nehmen. Letzte Woche konnte ich ihn leider nicht ernst nehmen. Und diese Woche auch nur nach seinem Heel-Turn. Das hat einfach nicht so Kevin Owens gepasst. Und jetzt hast du ihn wieder als Heel, hast ihn eigentlich im Title-Picture. Super, echt super. Ich muss Luki da tatsächlich zustimmen, dass der Moment eigentlich sogar das Main-Event gerettet hat. Denn ein Disqualifikationssieg in einem Main-Event bei SmackDown, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ich bin immer noch der Meinung, dass zu sagen, ein Kevin Owens in der Position, wo er war, nicht ernst zu nehmen ist, ist eine Frechheit. Sorry Manu, aber das ist einfach nur frech, weil du hast gerade die Segmente gehabt mit seiner Kevin Owens Show, die 100%ig funktioniert haben. Natürlich funktioniert er jetzt als Heel auch super, aber Kevin Owens ist halt einer der wenigen, und das sind wirklich nicht viele, die instant in beiden Positionen funktionieren. Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Teil, wo er zum New Day gehört hat, der Grund für seinen Heel-Turn war, weil ich erinnere mich an die Folge, wie das Ganze zustande gekommen ist. Sie quetschen ihn in ein T-Shirt, in das er nicht reinpasst. Sie setzen ihm dieses komische Einhornband auf. Ich glaube tatsächlich, dass da schon in seinem Kopf war, Leute, was treibt ihr hier eigentlich mit mir? Ich bin keine Puppe. Und von daher zu sagen, das kann man nicht ernst nehmen, ich weiß nicht. Das ist, schwierig. Ja, ich weiß auch nicht, was man davon halten soll. Bin roh, also ich fand es interessant. Wie du schon sagtest, die Kevin Owens Show lief relativ gut. Und dann zwängt man ihn in dieses Kostüm rein. Na, ich weiß nicht.
ob das am Ende für wirklich sozusagen so gut war und alles drum und dran. Also, naja, müsst die WWE selbst wissen. Und ja. Doch, Herr G. Der Heel-Turn jetzt, der war gut. Ja, was soll man dazu sagen? Der Turn von Kevin Owens war wahrscheinlich schon geplant. Jetzt zwar nicht in dieser Form. Ich finde jetzt auch gut, dass er geturnt ist. Eine Kevin Owens Show, ob es jetzt noch gibt in der Heel-Form. Wer weiß, vielleicht schon. Meine Vermutung ist einfach, vielleicht hätte man das Ganze eigentlich mit Big E geplant. Aber dadurch, dass er verletzt wurde, hat man halt dann Kevin Owens zum Heel-Turn genommen. Aber das wird nur die WWE wissen, ob das eigentlich mit Big E geplant war oder ob das mit Kevin Owens schon so vorgesehen war. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schon zuletzt war NXT. Und NXT hat mit Jackson Riker mit das Beste, was es bei NXT neben Johnny Gargano und einem Velveteen Dream und so weiter momentan gibt. Und ja, der dreht erstmal völlig durch, zerstört erstmal Umberto Carrillo. Also das Match ging in dem No Contest aus, nachdem sich beide auszählen lassen haben, beziehungsweise beide ausgezählt wurden. Und ja, nach dem Match hat Jackson Riker erstmal Umberto Carrillo zerstört, bis dann Oney Lorcan und Danny Burch rauskamen und erstmal helfen wollten. Ein Jackson Riker hat das aber nicht interessiert, der hat einfach nur ein Loch in die Luft gestarrt und seinen richtig creepigen Look rausgehauen. Und ja, am Ende will er noch weiter auf Carrillo gehen, wird aber zurückgehalten und damit war es das auch schon von dem Anfangssegment, beziehungsweise von dem Opener bei NXT, fand ich echt stark. So hat man es auch gut umgesetzt, wenn jetzt ein Jackson Riker irgendwie verloren hätte. Fände ich schade. So macht man einen Double Countout, lässt Jackson Riker am Ende noch mal ein bisschen komplett durchdrehen. Passt perfekt zu ihm. Gibt's nichts dran aus. Jackson Riker sehe ich immer gerne. Er hat eine gute Ausstrahlung. Wie so ein Verrückter, der jeden Moment komplett ausflippt. Und im Ring ein echt solides Powerhouse. Und ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Und woher die Forgotten Sons sind ja auch, also seine zwei Kollegen da, die sind ja auch wahrlich nicht verkehrt. Deswegen könnte mir da so ein Match jetzt gut vorstellen, was dann die Forgotten Sons hoffentlich gewinnen. Und ja. Ja, bei dem muss man sich fragen, ob der irgendwie aus der Psychiatrie ausgebrochen ist, so verrückt wie der ist. Ja, irgendwann flippt er noch komplett aus. Dann geht er auf alles los, was dem in die Quere kommt. Also ich bin da echt mal gespannt. Wenn man da schon aufpassen, dass seine Kameraden von den Forgotten Sons keinen aufs Maul kriegen von dem, so wie der da ausgeflippt ist. Die konnten ihn ja kaum zurückhalten. Aber ich finde, genau das macht Jackson Riker gerade A aus und B so interessant, dass ihn absolut niemand wirklich einschätzen kann, wahrscheinlich nicht mal seine eigenen Teamkameraden. Und wenn sie es so lassen, ist das das perfekte Potenzial, um irgendwann das Team auch trennen zu können, weil keiner weiß, ob, wie und wann was passiert. Und ja, das Match war, ja, wie soll ich sagen, erwartend schnell erledigt, weil Entschuldigung, Umberto Carrillo ist so, ja, er ist nicht schlecht, aber wenn ich einen Jackson Riker dagegen habe, ist das im Prinzip Frischfleisch. Muss man einfach so sehen. Sehe ich genauso. So ein Match war echt schön. Jackson Riker ist echt unberechenbar. Was aber echt ein cooles Image von ihm ist, weil man echt nie weiß, wie ist er gerade drauf, psychomäßig oder relativ normal. Finde ich relativ gut. 2 Minuten 58 Matchzeit, Double Countout. Kann man echt machen. Humberto Carrillo ist auch echt in Ordnung. Jackson Riker definitiv besser. Finde ich klasse, wie sie es gemacht haben. Und ja, immer weiter so. Dann gehen wir auch zum nächsten Match weiter. Und zwar Candice LeRae und Casey Catanzaro gegen Tamina und Carmella Verschnitt. Ja, am Anfang war ja noch nicht bekannt, wer jetzt der Tag-Team-Partner von Candice wird. Am Ende war es dann Casey. War eigentlich relativ klar. War dennoch aber ein schönes Match. Leider ein bisschen zu kurz. Hatten beide aber echt zeigen können, was sie im Ring können. Gerade auch Candice, die einfach fantastisch im Ring ist. Und ja, für mich persönlich hoffe ich jetzt einfach nur, dass Candice bald auch einen Titel gewinnt. Gibt ja momentan Gerüchte, sage ich mal, dass sie mit Casey den Tag-Team-Titel gewinnen sollen. Finde ich nicht schlecht. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber an sich war das Match auf jeden Fall stark. Ich bin bei Jein. Tatsächlich bei Jein. Das Match okay. Es war tatsächlich abzusehen, dass Candice und Casey da zusammenarbeiten. Das den Abend auch vollkommen in Ordnung, aber als dann, ich glaube, 2 Tage später die Bestätigung kam, dass beide definitiv als Tag-Team agieren werden, habe ich mir so gedacht, bitte nicht. Warum? Weil du hast im Prinzip eine Casey, die noch relativ frisch ist, und du hast eine, jetzt entfällt mir gerade der Name, eine Candice, danke, die eigentlich seit Monaten, wenn nicht sogar schon seit mindestens einem Jahr, Potenzial hat,
den Women's-Titel zu gewinnen. Und jetzt stopfst du sie, weil du es gerade brauchst, in ein Tag-Team. Du hast so viele neue Leute, gerade bei NXT gesigned. Warum baust du da nicht mit Casey einfach da ein neues Tag-Team auf und nimmst dann dein stärkstes Women's-Tag-Team-Material, was du aktuell noch hast, und ziehst es aus dem Singles-Wrestling raus? Nein. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich möchte Candice auch sehr gerne im Women's Ranking so sehen, im Normalen, um den Titel, und dass sie den Titel dann mal gewinnt. Denn Candice ist eine erfahrene Wrestlerin, aber wenn man es so sieht, auch nicht mehr die allerjüngste. Langsam muss da mal was passieren. Sie ist so gut. Vielleicht macht man es ja bei den beiden so wie mit Io Shirai und Kairi Sane, dass beide trotzdem noch irgendwie singlesmäßig irgendwelche Matches bekommen. Zum Beispiel wie bei Kairi Sane, die trotzdem noch eine Titelchance bekommen hat, das weiß man. Aber für mich persönlich bin da vollkommen bar, weil ich brauche eine Casey, eine Candice im Tag Team. Casey vielleicht für den Anfang. Ich meine, die ist auch, glaube ich, noch nicht jung. Bin mir da nicht sicher, wie alt, aber sie ist jetzt, glaube ich, definitiv jünger als Candice. Und eine Candice als Women's Championess, gerade wenn sie besser den Titel haben, hätte ich sofort unterschrieben. Ja, ich bin auch gespannt. Also das Match war fantastisch mit den richtigen Siegern. So eine Vanessa Bourne und Carmella Kopie braucht man nicht unbedingt. Ja, dass die zwei ein Tag-Team-Sinn bilden, habe ich ja schon während NXT vorausgesagt, dass man die wahrscheinlich jetzt in ein Tag-Team steckt und dann Jagd auf den Titel macht von den Iconics. Vielleicht nutzt man den Titel, um Casey damit aufzubauen. Bin gespannt, wie es dabei rauskommt. Aber ich denke schon, dass sie auch noch im Singles-Bereich antreten werden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Backstage-Segment. Da hat man Io Shirai gesehen, die ein paar Wörter zu Baszler sagen wollte. Beziehungsweise generell auch über Kairi Sane, die jetzt im Main-Roster ist. Aber sie hat nicht viel sagen. Wurde direkt von Shayna Baszler und ihren Kain, sage ich mal. Finde ich nicht erwähnenswert, finde ich einfach nur nervig. Und dann nochmal im Backstage-Bereich hat man diesmal William Regal gesehen, der Interview gehalten hat, beziehungsweise interviewt wurde über Kushida. Meinte, dass er sich riesig darüber freut, ihn endlich bei NXT zu haben. Und es auch nicht gerade einfach war. Und dann kam auch Cassius Ohno und sagte, dass keiner im NXT-Roster den japanischen Stil besser kennt als er und deswegen gegen Kushida kämpft. Und William Regal hat das dann auch direkt offiziell gemacht. Ich freue mich persönlich auf das Match. Ich weiß, dass es zwei Personen hier Raum, sage ich mal, gibt, da nicht wirklich von begeistert sind. Aber ich freue mich drauf, gerade mit Cassius Ohno, der den Stil wirklich kennt und auch nicht wirklich schlecht im Ring ist, kann schon echt stark werden. Klar, Cassius Ohno ist gerade bei NXT UK, aber für dieses eine Match, gerade wegen dem japanischen Stil, das kann, habe ich da persönlich. Ja, ich gehöre zu denen, die das alles etwas kritisiert haben, und da stehe ich auch zu. Jetzt haben wir das Match, jetzt kann ich mich auch drüber freuen, aber ich verstehe die Logik trotzdem nicht. Warum? Für die, die es interessiert, ist es ganz einfach, was mich daran stört. Ein Cassius Ohno sagt ganz klar, er hat keinen Bock mehr auf NXT und geht deswegen zu UK. Und jetzt plötzlich ist er der Heilsbringer und die einzige Lösung für NXT. Na, ich weiß, alles etwas schwierig. Aber gut, wir haben das Match und schauen wir mal, was draus wird. Stimme ich dir zu, Daniel. Ich bin auch einer, der wo dazugehört, wo es kritisiert haben. Vor allem kommt er dann hier mit einem NXT UK-Shirt in das Büro von William Regal. Also, wenn ich William Regal gewesen wäre, ich hätte ihm wahrscheinlich eine aufs Maul gegeben, mit so einem T-Shirt in das Büro zu kommen. Dann hätte er wenigstens ein normales NXT-T-Shirt anziehen können. Ich verbinde das vielleicht ein bisschen damit, dass NXT eben NXT ist, egal ob UK oder normal. Das wäre der einzige Punkt, wo ich eventuell sagen würde, okay, da könnte ich mich drauf einlassen, da bin ich bei dir. Aber die Promo von ihm vorher macht es halt so schwierig. Ja, kann ich nicht traurig zu sagen, außer euch recht zu geben, ist echt was Schwieriges und echt schon krass, dann mit einem NXT UK-Shirt aufzutauchen. Und ja, wie gesagt, ansonsten habt ihr alles dazu gesagt. Oh, Marcel, du darfst auch noch, weil du die ganze Zeit reden wolltest. Hey, also ich finde, es macht schon Sinn, denn er ist Heel, er ist bei NXT unter Vertrag und hat dann nur gesagt, ich brauche jetzt mal quasi was Neues, ich brauche mal Gegner, die mir wirklich gewachsen sind. Ist dann zu NXT UK gegangen, hat sich dann ein paar Gegner gesucht. Und hat jetzt gesehen, aha, bei NXT gibt es einen Herrn, der ist Neues aus Japan. Ich kenne den japanischen Stil genau. Lasst mich ihm doch zeigen, wie es hier zur Sache geht. Und mit dem Shirt ist ganz einfach, wie Luki gesagt hat, NXT ist NXT. Ja, wie gesagt, da kann ich mich ja drauf einlassen. Aber das Problem ist doch, du hast dann am Mittwoch dieses Match. Es wird wahrscheinlich ein sehr gutes Match, das zweifle ich nicht an. Aber eine Woche später ist dann wieder UK die Nummer 1
Das ist das, was mich so stört. Dann soll er sich doch für irgendwas entscheiden. Ich find's gut, wenn er bei beiden antritt. Macht aber dann die Proben, wo er vorher hatte, keinen Sinn. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Match. Und zwar die War Raiders gegen die Street Profits. Und das Match war noch nicht angefangen. Da kommt schon ein Montesfort angesprungen mit dem Tropicon Hilo und denkt sich erstmal so, nö, nicht mit uns. Ja, als Raw dann in den Ring befördert wurde, kam direkt und ziemlich schnell auch schon der Finisher. Und da kam dann auch nochmal Raw raus. War ein echt starkes Anfangssegment. Und auch das Match war echt verdammt gut. Am Ende dann noch der Assisted Power Slam und dann war es das auch schon. Wie gesagt, ein unfassbar geiles Match. Und hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, weil ich bin jetzt nicht so wirklich der größte Fan von den Street Profits. Aber ich denke, das kann man definitiv bringen, auch weil es kein Titelmatch war und von dem her passt das. Und dann gab es noch ein Backstage-Interview mit Mia Yim und sie meinte einfach, dass sie viel von Baszler, viel darüber gelernt hat aus ihrem Match gegen Baszler und eine weitere Chance verdient auf den Titel und sie auch stoppen möchte. Ich persönlich habe noch nichts gegen eine Mia Yim als Gegnerin für Shayna Baszler und den Titel bei TakeOver. Wo kann ich unterschreiben? Ja, gleich hier, Luki. Spaß beiseite. Sagen wir es so, das Match, super. Ich bin auch kein großer Freund von der Street Profits, aber ich weiß, was die beiden drauf haben. Vor allen Dingen, was Montez Ford drauf hat. Der hat ja sowieso irgendwie Sprungfedern in der Schuhe. Das ist ja unglaublich, wie hoch der springt. Wenn man den Frogsplash gesehen hat, mal, der muss doch aufpassen, dass er nicht an die Decke stößt. Was hat der denn vor? Ja, ich bin auch nicht so der Fan der Street Profits, aber auch hier muss ich sagen, bei Montez Ford muss ich manchmal wirklich an den sehr, sehr inzwischen alten Film Flubber denken, Alter. Der springt ja wirklich ab und kann so im Sprung quasi die Deckenbeleuchtung befestigen. Und dieser Frog Splash, das hätte auch irgendwie so eine Szene aus einem Hollywood-Film sein können, was man dann schon immer mal wieder sieht, wenn man diese Stunt-Sequenzen sieht, wenn die mit dem Seil von einem Ende zum anderen gezogen werden. Das ist ja abartig, was der da abreißt. Also von mir aus, nice. Ja, ich fand's auch relativ interessant. Montez Ford ist ja echt auch interessant, wie er springen kann. Also, man sieht man, dass nicht nur die Jungs von den Viking Raiders trotz ihrer Gewichtsklasse relativ flexibel sind sozusagen, sondern andere Leute auch. Von daher echt interessant, auch mit dem Angriff am Anfang von Montez Ford. Sehr interessant, schönes Match 543. Natürlich haben die Viking Raiders gewonnen. Und zwar finde ich auch den Move ziemlich nice, auch vom Namen her, mit dem sie gewonnen haben, und zwar den Thor's Hammer, was ich sehr leicht nice finde, der so ein Name für so einen Move. Und kann man definitiv so machen, auch wenn ich auch, wie ihr anderen schon sagt, muss ich euch eben nicht so der Fan der Street Profits bin. Ja gut, Montez Ford hat jetzt nicht so eine hohe Gewichtsklasse. Ich glaube, der ist Light Heavyweight, aber es ist schon echt bemerkenswert, was der springt und was weiß ich noch alles. Also so sehr ich die Street Profits nicht leiden kann, abstreiten, dass er gut im Ring ist, kann ich nicht. Und dann gehen wir auch noch zum Main Event von NXT. Johnny Gargano gegen Roderick Strong war auch ein verdammt starkes Match. Beide haben, habe ich auch schon während dem Match gesagt, eine unglaubliche Chemie zusammen im Ring. Also das kann ich gerne auch öfter sehen. Gerade vielleicht irgendwann noch um den Titel. Denn am Ende kam Adam Cole raus, hat so ein bisschen für Ablenkung sorgen wollen und Kyle O'Reilly und Bobby Fish kamen dann auch noch dazu, die allerdings von Matt Riddle aufgehalten wurden. Und am Ende will Roddy Adam Cole in den Ring ziehen, das hat sich aber Adam Cole nicht gefallen lassen, verpasst ihm erstmal einen Kick. Natürlich hat er nicht gewusst, dass es am Ende Roddy ist und dadurch gewinnt dann Johnny Gargano. Also das Finish war schon echt stark, jetzt baut man eine Fehde zwischen Cole und Roderick Strong auf, da freue ich mich auch schon. Nur wie man es umsetzt, da bin ich dann gespannt. Bin auch gespannt, wie man es umsetzt, da bin ich sogar sehr gespannt drauf, denn Undisputed Era ist ein sehr gutes Stable und das Match super. Ja, also dass man jetzt gucken will, die Undisputed Era ein bisschen kleiner zu machen, habe ich nichts gegen, weil darauf wird es hinauslaufen. Und das Match war natürlich absolut Weltklasse, das ist man aber auch nicht anders gewohnt, ganz ehrlich, weil die beiden Kontrahenten einfach wrestlerisch schon Oberklasse sind. Also die könntest du auch, wenn es nicht gerade Vince wäre, ins Main-Roster packen. Die würden funktionieren. Von daher, bitte, bitte lasst euch eine schöne Story drumherum einfallen. Den Rest machen die Jungs schon ganz allein. Ja, auch ein interessantes Match. Johnny Gargano gegen Roderick Strong. 13 Minuten 35. Sehr interessant. Ja, typisch Stables. Adam Cole versuchte für Ablenkung zu sorgen zusammen. Beziehungsweise geplant war ja, schauen wir mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish, die auf Matt Riddle aufgehalten wurden. Und ja, ansonsten relativ interessant das Match. War schön. Johnny Gargano hat wieder gewonnen durch den Slingshot DDT. War alles in allem ein schönes Match, wie ich fand.
Also ich finde auch, war ein schönes Match. Und ich bin echt gespannt, wie sie das mit der Undisputed auch jetzt aufziehen. Roderick Strong, Adam Cole. Fede, ja gut, aber wie willst du dann da noch ein Matt Riddle einbauen? Schließlich hat da ja auch was mit Adam Cole jetzt gerade zu tun scheinbar. Ich bin da echt gespannt, wie da das mit den weiterführen. Hab auch schon eine Vermutung, wie es nächste Woche sein wird, aber dazu kann man sich ja dann nächste Woche äußern. Ich bin gespannt, wie lange noch ein Roderick Strong der Undisputed Era sein wird. Also ich war ja von ganz schön klar, dass Roderick Strong nur ein Übergang sein wird in dem Stable, da ja Bobby Fish verletzt war und ich glaube, Adam Cole ins Tag Team hätte nicht so gut gepasst. Deswegen war es klar, dass er irgendwann jetzt nicht rausgeschmissen, könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, da bin ich halt auch echt gespannt, wie man es umsetzt, gerade weil halt eben Adam Cole was mit Matt Riddle zu tun hat. Vielleicht ist das mit Matt Riddle jetzt für den nächsten Takeover geplant und man macht mit Strong wirklich mehrere Tapings und mehrere Monate draus, würde ich persönlich begrüßen, denn ich brauche jetzt nicht irgendwie innerhalb von 3 Wochen, dass ein Roderick Strong raus ist, der Undisputed Era ist. Und vor allem hier erwarte ich das definitiv auch nicht. Da bin ich echt gespannt. Stories können sie, deswegen bin ich da echt gespannt. Na, Adam Cole kann das ja auch gut erklären, warum er den dann wieder rausgeschmissen hat. Ich glaube, Roderick Strong hatte ja auch damals die Tag-Team-Titel mit O'Reilly verloren. Von daher vielleicht hat das dann auch an Adam Cole nicht so gepasst. Und wie ich vorhin gesagt, das Takeover-Titel-Match gegen Gargano hat ja auch schon ein bisschen drauf gespielt mit Roderick Strong. Da hat man schon an Adam Cole wütend gesehen. Wir haben auf jeden Fall große Wochen bei NXT und da bin ich dann auch gespannt, wie es dann nächste Woche aussieht. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt von diesem Podcast. Wir sind nämlich durch. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Könnt gerne Feedback dalassen. Ist immer schön, was zu lesen. Und dann sage ich von meiner Seite aus Tschüss. Ich sage dann auch Tschö. Ciao. Von mir auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Hört ihn euch an, teilt ihn mit euren Freunden, diskutiert mit uns sachlich, wie immer. Und wir hören uns dann nächste Woche. Selbe Zeit, selber Ort, wie immer. Und tschüss. Ja, auch ich verabschiede mich und hoffe, es hat euch gefallen. Dann hört man sich, wie Herge schon gesagt hat, nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.